Ja, ich bin da. So, also, sie haben sich gedreht. Ja. Das sind neue Flugzeuge, so. Ja. Oh, boah. Irgendwas um die 1000 rum. Was sie aber nicht erreicht, auch nicht auf der langen Map. So, es gibt noch mal eine schnellere Variante, aber mit weniger Passagiere. 21 Passagiere für eine Boeing 737. Ja, also da ist irgendwo ein Fehler reingehauen worden. Die Ich habe ja gesagt, erstens ist es Beta, zweitens sind die Fahrzeuglisten auf der Homepage anders ausgeschrieben und die sind reduziert worden hier aufgrund dieses Geschehnisses Balancing oder wie das heißt. Also ich bin in der Meinung, dass die Boeing noch mehr hatte. Ganz am Anfang. Verlust. Nein, mache ich nicht.
Nein. Meine Fahrzeuge sind alle noch up to date. Ich habe vorher mal geschaut. So. Und das machen wir jetzt. Es wird jetzt sowieso ein Terminal. Zeit. Die Zeit. Nein, Zeit, die Zeit. Die Spielzeit. Time Freeze in dem Sinne, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt ziemlich, dass die Zeit schnell vorangeht, 1970, 1980, bla bla, bang 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 bang. Oder ich möchte jetzt, dass ein Tag vielleicht länger dauert, wie, also Tag dann in dem Sinne ist es dann nachher, ein Tag länger dauert, wie, jetzt derzeitigen Spielstatus ist, dass es nicht so alle 2 Sekunden das umwechselt, sondern dass es alle 5 oder 10 Sekunden sich wechselt. Ich werde das Spiel jetzt mal ein bisschen schnell Vorlauf machen, weil ich muss das Flugzeug endlich zum Lande bringen. Ich will noch andere Sachen machen. Eisenbahner, du hast recht, aber dafür kann ich jetzt leider nichts. Ich bin Beta-Tester. Stell das Spiel Transport Fever ein bisschen der Öffentlichkeit vor. Tut mir leid, wenn das so ist. Ich hoffe, dass es noch bis zum Release oder vielleicht auch kurz nach dem Release noch gefixt werden könnte. Sie haben es gesagt, dass sie es machen wollen. Ob sie es machen, weiß ich nicht. Gut, so, jetzt habe ich die Flugzeuge hier. Jeweils immer ein.
Taxis, ja. Unser Shuttle ist auch wahnsinnig gut, ja. Die sind immer voll. Also wäre da vielleicht ein dritter Zug noch möglich? Oder wer hat es empfohlen, dass man da diesen Mirage draufsetzt? Mit 64. Der Raphael war das, gell? Sollen wir das machen oder sollen wir noch mal lieber einen Schienenbus draufsetzen? Ich liebe den Schienenbus. Aber okay. Wie alt sind die Dinger jetzt? Auch 9 Jahre. 9 Jahre mittlerweile. Also 9 Jahre läuft jetzt die Flugzeuggeschichte. 9 Jahre und wir schreiben schon angenehme grüne Zahlen. Ich habe mal im Flugzeug gerade diese Dornier, wo 3 Passagiere laden kann, am Anfang mal einer Beta-Phase benutzt und die hat immer Minus gemacht. Also die Linie, die hat sich überhaupt nicht rentiert. Auch so ähnlich aufgebaut wie hier und deswegen war ich bei Flugzeug ein bisschen skeptisch und habe mich da ein bisschen distanziert. Aber es hat sich ja auch mittlerweile noch an Balancing was geändert. Aber wie sagt man, gebranntes Kind scheut das Feuer. Was? Ich krieg das ja mit als Beta-Tester. Ich krieg ja die Patches. Und dann sehe ich doch, dass da was geändert ist. Und ich krieg auch die Release und die Patch-Notes, was sie geändert haben, was sie gefixt haben, was sie noch hinzugefügt haben. Ja. Wenn ich kein Beta-Tester wäre, könnte ich es jetzt auch nicht vorstellen. Meine Bretter. Aber trotzdem machen die mordsmäßige Verlust. Trotz 4 Minuten Takt. Die sind. Das ist. Ja, der M1 habe ich hier. Oh. Da sehe ich doch was, was so nicht ganz richtig ist. Ja, war gemutet und was wurde im Livestream verneint? Ich werde versuchen, diese Züge da irgendwie noch auseinander zu reißen.